Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen das Corki Chaos Stufe 3. Wir sollen also 10 Wachen noch ruhig stellen, zusätzlich zu 5 Ballons platzen lassen. Machbar, schwierig, aber machbar, denke ich. Wir gucken mal. Wir fangen einfach mit der Planung mal an. Dietrich, Münzen, die Silverballer, damit wir ein bisschen auf größere Distanz schießen können. Ja, vielleicht nehme ich doch lieber die Krugermeier mit, weil sie so schön leise ist. Ich glaube, das ist ein bisschen nützlicher. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los und gehen zuerst wieder in die Küche. Weil das, denke ich, ganz gut geklappt hat. Von der Küche aus kann man, glaube ich, ganz gut operieren, ne? Da ist man erstmal schön unauffällig, kann eine ganze Menge Leute rausnehmen, die einen ansonsten nerven. Und danach können wir uns dann um die Waffen und um die Ballons kümmern, wenn wir Helmut da ausgeschaltet haben. Und dieser Schläger macht natürlich eine Menge Lärm. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Tür ist zu. Ich lege das Ding mal hier weg. Oh, Scheiße. Jesus Christ, what the... Nicht schlimm. Stop. So, die schmeißen wir hier in den Schrank. Das ist nämlich auf jeden Fall safe. So, dann greifen wir den hier auch gleich weg. Dann nervt er uns nicht mehr. Oh Scheiße, der ist hier reinkommen. Lass mal liegen. So, ich hoffe, Helmut kommt hier nicht sofort rein. Oder vielleicht doch. Oh mein Gott, ist das, was ich denke, es ist? Nein, ist nicht. So, wir sollen ja sowieso Wachen ausschalten. Puh. Es wird hektisch. Hier liegt auch noch einer so mitten im Raum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ein bisschen... Ja, aber... Wir haben immerhin unsere... Erste Wache schon mal ruhig gestellt. So, jetzt warten wir noch, bis hier der Modenschauchef reinkommt, würde ich sagen. Obwohl, zwischendurch können wir schon mal diesen Ballon platzen lassen. Und ich würde auch gerne diese Waffe hier loswerden. So, da vorne liegt Helmuts Handy. So unauffällig dieser Haufen. So, da müssen wir mal gucken, ob zu den Wachen auch die Cicada-Leibwächter gehören oder nicht. Tun sie. Sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal 2 Wachen erledigt.
Diesmal habe ich die scheinbar ein bisschen besser aufgeräumt. Ne? Da wurde niemand gesehen. Zumindest nicht sofort. So, wir nehmen die Handys hier mit. Kann ich die auch wieder fallen lassen, die Teile? Mal gucken. Nee, kann ich nicht. Die binden bei Pickup. Na toll. So, okay. Habe ich noch irgendwas zum Werfen? Ah, die Waffe brauche ich nicht. So, wie komme ich jetzt? Ah, von hier aus kann ich den Ballon einfach erledigen. Das ist ja super praktisch. So, und jetzt müssen wir anfangen, ein bisschen Wachen hier reinzulocken, glaube ich, ne? Ich nehme mal dieses Messer mit. So, dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich einfach... Hör auf. Ein Messer hier so hinwerfe. Interessiert das irgendjemanden? Scheinbar gar nicht. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Flur leer räumen, ehrlich gesagt. So, wie mache ich das am besten? Wo schnappe ich mir Wachen? Hier drüben ist ja noch ein Ballon. Den sollte ich vielleicht erstmal zum Platz bringen. So, und dann wohin? Wo finde ich denn möglichst viele Wachen? Ich glaube, ich schleiche mich hier erstmal wieder raus. Möglichst ohne gesehen zu werden, sehr gut. So, hier genau, da steht eine Wache. Den brauche ich natürlich. Ja, hier bin ich. So, das waren schon mal drei Wachen. Sehr gut. So, die Einladung nehme ich hier vielleicht einfach mit. Ich meine nicht, dass ich mit der Waffe hier irgendwie durchkommen würde, aber... So, und da muss ich warten, bis die beiden weg sind. Dann kann ich hoffentlich unbemerkt von hier hinten aus diesen Ballon zerschießen. Und wahrscheinlich schalte ich sie am besten auch aus. Na, wollen wir nicht aufhören zu quatschen? Genau, beweg dich. So, dann schalte ich erstmal sie aus. Und dann kümmere ich mich um den Ballon. Weil wenn sie hier hinten patrouilliert, ne, und ich hier hinten halt irgendwie die nächsten Wachen erledigen will. Da ist noch eine Einladung. Dann wäre das schon ein bisschen schlecht, glaube ich. Ich
So, den hätte ich eigentlich auch direkt hier liegen lassen können, den Schläger. So, einmal ducken. Ja, hier guckt niemand hin. Zum Glück. So, das war Ballon Nummer 4. Und Ballon Nummer 5 ist halt draußen bei der Statue. Achso, sie stört es gar nicht, dass ich hier bin. Ich mache mal diese Tür für einen Moment zu. So, lass den hier liegen. Und hier vielleicht nicht gerade. Das dauert. So, ich schleppe mir einfach hier in diesen Innenraum. Da ist er vor allen Blicken ganz gut verborgen, denke ich. So, die Reporterin hier würde ich gerne erledigen. Und dann fange ich mal an, von hier draußen vom Hof aus Wachmänner reinzulocken. Ne? Den da zum Beispiel, das wird Nummer 1 dann werden. Ah, den Ballon mit einer guten Waffe. Also wenn ich doch die Silverballer mitgenommen hätte, hätte ich den sogar von hier hinten aus erledigen können. Mal gucken, ob ich das schaffe. Wow. Ich bin ja beeindruckt. So, dann brauchen wir jetzt noch die Wachen. Also eigentlich könnte ich jetzt hier voll auf Rampage machen. Aber es sind halt noch ein paar viele Wachen, die ich erledigen muss. Deswegen will ich mir hier irgendwie noch einen kleinen Vorteil verschaffen, wenn es geht. Hier steht doch auch ein Wachmann davor. Das ist doch cool. Dann locke ich den auch einfach ein. Da habe ich schon mal die Hälfte. Dann habe ich hier draußen noch... da hinten, das ist ein Leibwächter. Da ist eine Wache 2. Wer ist er denn? Und was will er hier? Wo kommen denn die ganzen Leute hierher? Ach, das ist das Model mit dem Fotografen, alles klar. Na gut. Die lasse ich halt durch. Oh, apropos durchlassen. So, und dann fangen wir hier draußen mit dem Typen an. Der ist dann doch ein bisschen einfacher, glaube ich. Oh, irgendwie zerre ich die heute voll langsam durch die Gegend, die Leute. Mann, Mann, Mann. So, und dann mache ich diese Tür jetzt hier zu und hoffe, dass sie dann auch zu bleibt. So, da ist mein Baseballschläger. Hat er es nicht gehört? Wie sagt denn der es nicht gehört? Wo ist die Münze hingeflogen? Habe ich die zu weit weggeworfen? Ah, der steht doch hier draußen, oder? Ja.
So, dann halt nochmal. Er scheint seinen Posten nicht verlassen zu wollen. Ha, interessant. Hast du jetzt mitgenommen? Ja. Okay. So, mal gucken, wo der hier draußen rumgurkt. Did you hear that new Jordan Cross tune? I cry every time I hear it. Ich überlege gerade, unten im Keller, wie viele Wachen gibt es denn da? Da gibt es eine ganze Sicherheitszentrale voll, die relativ abgeschieden ist, ne? So, ich guck mal. Hat er nicht gehört? Das hat er gehört, sehr gut. Hey, it's me. I just heard something suspicious. Hey, it's me. So, die Frage ist jetzt, komme ich runter in den Keller, um da Unsinn zu machen? Ich meine, ich habe alle Ballons platzen lassen. Ich kann unten im Keller auch direkt abhauen. Ich weiß nur nicht, ob ich da 6 Wachen finde. Das ist so im Moment meine einzige Sorge. Oh, da sind die Münzen. Ich weiß, in der Zentrale sind 3 Wachen vielleicht, 4. Oh, was ich natürlich... da hätte ich ja auch vorher drauf kommen können. Was ich natürlich machen kann... Ich weiß ja, dass sich hier die Ablage befindet. Für Waffen. So, mal sehen, ob das funktioniert. Nee, es juckt die Leute da draußen einfach gar nicht. Wen finde ich denn, wen das interessiert? Ich könnte hier natürlich eine hinlegen. Für das Model und so. Ich weiß gar nicht, wo die sich gerade rumtreiben. Mal sehen, ob die Leute hier ein bisschen aufmerksamer sind. Okay, der holt jemanden, sehr gut. Das war ganz gut, denke ich. So, die Waffe findet er, sehr schön. Und dann kommt er hoffentlich in meine Richtung gelaufen.
don't you... Okay, aufgeräumt. So, mal sehen, ob das nochmal funktioniert. Oh, kleine Fleißarbeit. Aber so kriegen wir auf jeden Fall die Wachen zusammen. Das ist ein extrem einfacher Trick, möchte ich mal anmerken an dieser Stelle. Und wenn die halt wirklich alle hier immer reinrennen, ist das natürlich extrem lässig. Ja, so kann man das Ganze auf jeden Fall sehr sicher erledigen. Gibt hier nicht noch eine zweite Waffe rum irgendwie? Ja, scheinbar nicht. Die verschmelzen zu einer Waffe. Ich verpiss mich mal von hier. So, vier muss ich noch ruhig stellen. Mal sehen, wie viele sich hier in der Zentrale... ist hier gar nicht die Zentrale? Falsche Richtung. So, hier sind die Umkleiden. Hier ist die Zentrale. I'm gonna pull the baseball. Hey man, what's the problem? What are you out of your mind? No, you didn't. So, das war Nummer 9. Das ist Nummer 10. Überraschung. So, wenn wir schon mal hier sind. So, und jetzt verpissen wir uns einmal. Das war der richtige Knopf. Ja, also der Trick da mit der Waffe extrem cool, wenn ich mich nicht dumm angestellt hätte, weil ich nicht bemerkt habe, dass er die Waffe schon bemerkt hatte, weil ich keinen Soundcue hatte. Also er hat seinen Satz nicht gesagt irgendwie. Hätte ich das noch ewig weitermachen können. Aber ich hatte dann... wir haben einen Baseballschläger bekommen, super. Ich hatte dann sowieso vor, nach hier unten zu gehen, weil es einfach schneller geht, als da oben die ganze Zeit zu warten. Also vier Wachen kann man im Keller locker ausschalten. Den Rest muss man halt irgendwie oben erledigen. Die Ballons habt ihr alle gesehen, wo die sind. Einer ist direkt über der Statue, über der Reiterstatue, wo man startet. Dann ist in diesem Vorraum einer an der Decke. Hinter der Bar ist einer, in der Küche ist einer und der letzte ist da hinten in dem großen... ja, Treppenhaus, würde ich sagen, mit den beiden Haupttreppen, halt dieser Vorraum in Richtung Hubschrauberlandeplatz. Ja, das war's also für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann wieder die Patient Zero
Missionen alle durchspielen und da versuchen, irgendwelche Achievements frei zu rubbeln. Macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.